Mein Name ist Thomas Hofmann, ich gehe in die 3. Klasse HTL St. Pölten, besuche dort den Lehrgang Elektronik und Technische Informatik. Mein Praktikum bei Microtronics hat einen Monat gedauert und ich habe besonders viel über die Hochfrequenztechnik, das Hardware-Design und Software-Design gelernt. Will man ein elektronisches Gerät auf den Markt bringen, soll es nicht ungewollt elektromagnetische Strahlungen aussenden. Das ist wichtig, dass es nicht mit anderen Geräten interferiert. Es soll die Funktion von anderen Geräten durch die eigenen Emissionen nicht beeinträchtigen. Der Stefan hat mir gleich an meinem ersten Arbeitstag das Projekt so übergeben. Das Gerät misst die elektromagnetische Strahlung, die die Platine abgibt, und stellt diese in einer 2D-Heatmap dar. Das Ganze kann man sich vorstellen wie eine Wärmebildkamera, nur eben für elektromagnetische Strahlung. Wir werden jetzt so einen Prüfdurchgang starten. Der Prüfling ist ein DC-zu-DC-Wandler. Dieser wird mit diesem Netzteil versorgt. Der erste Schritt ist, ein Foto vom Prüfling zu machen. Dieses Foto wird dann in die Software hineingeladen und wird anschließend kalibriert. Der wichtigste Teil dieses Projekts ist das HF-Powermeter. Dieses nimmt einen bestimmten Wert über diese Probe auf. Der Wert wird an verschiedenen Stellen am Prüfling gemessen und dann in der Computersoftware zu einem Bild zusammengerechnet. Umso heller die Farbe, umso mehr Leistung wird an dieser Stelle abgestrahlt. Hier sieht man den Hotspot. Mit dem EMI Heatmapper kann Microtronics störende Produkte noch viel schneller debuggen. Besonders gut bei Microtronics hat mir gefallen das selbstständige Arbeiten, das familiäre Verhältnis und das gute Messequipment. Das hier erarbeitete Wissen kann ich in meinem weiteren beruflichen Werdegang sicher sehr gut gebrauchen.